Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, da ist das gute Teil. Den habe ich, letztes Mal hatte ich den verloren. Hab den im 13er schon geliebt, ohne Ende. Und der passt natürlich hier rein, wie kein zweiter Mod, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, abhängen muss ich das Teil sowieso, ich habe den lange nicht benutzt. Fall auf den riesen Maps, auf denen ich immer spiele, brauchst du natürlich mit so einem Oldtimer hier nicht ankommen, ne? So, ja. Das wollen wir. Ja, sehr schön. Noch irgendwas? Ne, mehr können wir nicht tun. So, jetzt möchte ich noch die Art ändern. Der kann zwei Arten von Bearbeitung. Einmal schwadern und einmal zettern. Ich drücke einfach mal N. In der Hoffnung, dass das jetzt alles so richtig ist. Ja, auch mal gucken, wa? Auf Windrower steht da nicht, dann soll das wohl funktionieren. So, komm her, du kleine Mücke. Mal gucken. Wo ist er denn? Warst du nicht früher mal die Deichsel hier? So, Deichsel wird auch völlig überbewertet. Nicht? Will er nicht? Warum will er die nicht? Ich wollte jetzt anfangen, hallo? So? Ah! Scheit doch! Ja, der hat keinen Zapfwellenantrieb, nix. Der legt los, sobald die Räder sich drehen. Das ist aber der falsche Modus, mein Freund. Wieso ist der denn im Zetter-Modus hier? Verdammt. Hab ich das denn bestellt? Was? Jetzt stehe ich auf dem Ding und komme nicht runter. So, jetzt geht's weiter. Was ist denn jetzt hier? Oldtimer. Ah, Deichsel gefunden. Schon mal sehr gut. So ein Deichsel-Suchgerät vorne dran gebaut. Ja. So, jetzt aber. Hier rum fahren wir denn? Die sieht gut aus. Ist nur die falsche Richtung. Ich würde gerne einmal weg vom Zaun. Wir müssen einmal wenden hier. Oh, das wäre... Wenden ist nicht so gut. Ah. Zackig, der Kleine. So, und jetzt erstmal weg vom Zaun, das Gemüse. Können wir auch mal irgendwas Gleichmäßiges an Geschwindigkeit haben hier, bitte? Was hat er denn? 28 ist mir ein bisschen zu fix. Machen wir mal so eine schöne, flauschige 12. Machen wir mal. Irgendwas will... Hallo? Ah! Ah! Uiuiui! Aua! Oh! Ah, mehr Abstand halten. Naja, bleibt halt lieber ein bisschen was liegen, ne? Kann nicht sein, dass ich das ganze Ding Schrott fahre hier. Uiuiui. So. Ja, ansonsten arbeitet der recht ordentlich. Mal gucken, ob ich nochmal dieselbe Runde drehe oder ob ich jetzt andersrum fahre. Das sind alles so Sachen, die weiß ich noch gar nicht. Vielleicht müsste man erstmal mit dem kleinen Fahr erst einmal rundrum machen, dass man so ein bisschen vom Zaun wegkommt. Bevor man mit diesem Riesenauto ankommt.
Wahnsinn, was sind das hier für Schwaden, ey? Einmal die Räder hochkurbeln hier bitte. So ist fein. Aufgesattelt. Um all in die andere Richtung gefahren. Oder wie geht das denn so? So ungefähr, ne? Lass mal gucken, wo bin ich denn hier? Zack, über die... Ah, das in meinem Alter hier. Hopf, und drüber ist er. Oh, was denn hier? So. Von hinten, so, zack. Machen wir wieder 12 km/h. 12 km/h war mich schon fast zu fix, ey. Wir gehen mal runter auf 10. Hallo, du sollst den Haufen nicht nochmal wieder an der Seite schmeißen. Wie viel Abstand muss ich denn lassen? Mehr Abstand auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mit Abstand die übertriebenste Spartablage, die ich je gesehen habe. So ist schön. So bleiben. Oh, ich bin hier hochkonzentriert, YouTube. So ist schön. Mann, mach das nicht alles nochmal hier. Muss das nicht 30.000 Mal wenden. Naja. Man kann ja auch mal ein bisschen mehr Abstand lassen. Jesus, Jesus, Jesus. So, das reicht. Völlig fertig, der Junge. Eieieiei. So, wir machen die Ballenpresse. Ach so, du bist hier noch. Ah, ich könnte auch mal einen Ladewagen voll holen. Upala. Nicht beide. Nur der Ladewagen. Kurz gucken, wo wir dieses endscharfe Teil hinstellen. Obwohl. Ach, den können wir auch eigentlich. Na egal. Platz haben wir ja. So ist nicht. Soll ich denn mal jetzt. Ach nein. Ich will einmal kurz Ballen machen. Oh. Bin ich hier mit der. Wenn die Nase gejuckt hat, bin ich hier mit der Hand am, an diesem komischen Popschutz hängen geblieben hier. Das ist wieder aufregend heute alles. Junge, Junge, Junge. Kohle schwindet. Ich hoffe. Oh, schnittig hier, Kollege, schnittig. So, wollen wir mal gucken, was die Glaspresse so macht. Ich hatte die ja letzte Mal schon extra in Sicherheit gebracht. Weil mein Händler ja hin und wieder mal geschlossen hat. So, ach, hier ist der. Ah, den brauche ich auch. Erstmal gucken, was für Mods ich alle drin habe. Ob ich überhaupt Grasballen wickeln müsste, eigentlich klappen, oder?
Ich meine, die Presse spuckte Grasballen raus. Und keine Heuballen, ne? Es gibt ja auch Pressen, die machen da direkt Heu von. Schon rein? Ich kann doch hier schon rein, oder nicht? Natürlich. Komm hier reingefahren. Jetzt bin ich aber gespannt hier. Siehst du den Trecker noch? Bitte? Oh, habe ich die wieder auf original gestellt? Oh, nee. Habe ich die wieder auf original? Ja, das ist leider so. Ich wollte das erst auch nicht glauben, aber diese Druckkammerpressen, die brauchen richtig Dampf, ne? Und da reicht der Kleine hier nicht für aus. Aber... ich habe das mal, also ja, ich habe da in mehreren Foren gelesen, also man kann auch mit weniger, aber dann wird der Ballen nicht richtig fest, ne? Dann gibt's nur lockere Ballen. Und ich habe das dann trotzdem bei mir wieder geändert, weil ich halt viel mit so alten oder kleineren Maschinen auch unterwegs bin. Ich kann nicht jedes Mal warten, bis ich hier so ein halbes Vermögen habe. Ja, gibt's halt jetzt einen Ladewagen voll erstmal für die Mukus. Weil, wenn ich was verändere, dann muss ich das Spiel komplett neu laden. Na, 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 was ist denn hier? Kurze Deichsel komme ich nicht mit klar, ne? So, dann hol mal den Ladewagen, was soll's? Noch zu schön gewesen. Ich wusste nicht, dass ich... Ja, ich hab... Ah, das kann wohl sein. Ich habe ja mehrere Ordner mit Mods und... Es kann sein, dass ich da den Originalen genommen habe. Wo ist denn mein Ladewagen da? Hauptsache, die Kühe sind glücklich. Das ist das Wichtigste. Jetzt kann ich hier keine Ballen pressen. Wahnsinn. Ich habe eben doch schon überlegt, ich glaube, ich werde gleich auch nochmal eine Runde die Hof Bergmann spielen wieder. Ich war jetzt so lange nicht mehr auf der Hof Bergmann. Ab und zu brauche ich mal die Hof Bergmann. Ich muss dann hin und wieder will ich mal eine perfekte Map spielen und nicht immer sowas Interessantes hier. Also von daher passt ganz gut, wenn ich dann gleich die Presse eben ändere. Ich habe eben gesehen, mit dem Pöttinger Einreiher, da hat auch irgendwas nicht geklappt. Der hat die Geschwindigkeitseinstellung, übernimmt er nicht. Die ignoriert er einfach. Hier musste ich auch erstmal Häckselgut eintragen in dem Ladewagen. Oh, hier werde ich wohl nicht mit einmal hinkommen. Egal, fahren wir hier zweimal. So, warte, ich komme wieder. Bin ich denn so? Boah, ich habe hier heute Schweißausbrüche. Das ist vom Allerfeinsten.
gestern noch gefroren, ne? Gezittert wie Espenlaub hier und heute bin ich schon am Schwitzen. Das ist unglaublich. So. Ja, wollen wir die paar Flöckchen sammeln wir noch ein. Und dann bringen wir das noch zu den Mokus. Und dann muss ich mich auch leider wieder verabschieden von euch. Na, was ist denn hier? Ich weiß, eine Viertelstunde ist kurz, aber viele wollen das nicht, ja, so lange Videos. Man sieht das auch in den durchschnittlichen Spieldauern von so Videos. Und ja, mache ich lieber gleich kurze Videos, ne? Was soll's. So, wir sind da schon, wir haben schon wieder ganz schön Überlänge hier. Ja. Wie nennen wir das Video? Ohne Worte oder? Ich hab, so wenig habe ich schon lange nicht mehr gezählt. So. Ne, YouTube, wir bringen das jetzt nicht mehr zu den Kühen. Ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.